Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde des gepflegten Fäkalhumors. Ich begrüße euch. Ich bin natürlich Palme. Also ich begrüße euch zu unserem neuesten Langzeit-Let's Play des Survival Horror Games. Don't shit your pants. Und ja, ich weiß eigentlich fast gar nichts über das Spiel. Ich weiß nur, dass es per, ich sag mal, per Type-In gesteuert wird. Es gibt verschiedene Awards. Yep. Ja. Die werden wir heute alle mal erreichen. Wie gesagt, Langzeit-Let's Play. Ich als Vollidiot werde wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Aber, nun ja, das einzige Ziel ist nur, dass wir uns nicht in die Hosen kacken dürfen. Und damit fangen wir doch gleich mal an. Also, Play. Ja, wir müssen mal so richtig schön ihn abdampfen lassen. Da ist Heidi Klum, wie ihr seht, mit wunderschöner Halbglatze. Hat wahrscheinlich schon ein bisschen Scheiße gefressen, so wie der Mund aussieht. Wunderschöne kackbraune Sandalen oder Barfuß oder was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Wunderschöne Hose. Nun ja, dann wollen wir mal. Tür öffnen. Ja, schön. Da. Scheiße. Pulldor. Ah. Sit on toilet. Shit. Oh. Aber eine Wort. Nicht schlecht. Wunderschönes Spiel. Wunderbar. Hat wirklich nur Erfolgsmomente, selbst wenn man sich auf dem Klo einkackt. Natürlich vergisst jedermann einmal. Kurz vor dem Neger abseilen, mal so richtig schön die Hose runterzuziehen. Aber naja, wir haben unseren ersten Award. Auch nicht schlecht. Gleich zum nächsten Ansturm auf das Scheißhaus. So, also jetzt machen wir es mal richtig. Pull door. Take pants off. Sit on toilet. Jetzt einer der ehrenvollsten Momenten in der gesamten Let's Play-Geschichte. Nicht so langen Let's Play-Geschichte dieses Kanals. Lasst die braune Soße fließen. Herzlichen Glückwunsch, du hast in die Toilette geschissen. Wunderschön, wunderschön. Das Kleinkind hat das erste Mal in das Töpfchen gemacht. Supi! Award Number One. So, aber den zweiten. Was machen wir denn jetzt? Holding. Okay, naja, machen wir erstmal weiter. Play. Lass mal überlegen. Haben wir denn, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Na klar, einfach mal, warte, warte. Ja, das mache ich zu Hause auch öfters, vor allem wenn ich Sturmfrei habe. Ja, mach keinen Stress. Oh, raus die Bohne! Boah. Das sind doch mal wunderschöne High-End-Grafiken. Seht ihr diesen Scheißhaufen? Du bist Deutschland. So. Achso, als kleinen Tipp habe ich natürlich hier unten auch bekommen, dass man in die Hosen schauen soll. Also nicht, ob man männlich oder weiblich ist, sondern ob was denn da so schön drin ist. Look in pants. Pills. Take pills. Halt mal, boah, 45 Sekunden. Scheiße. You need to find a way. Okay, Leute, da bleibt uns nur ein einziger Weg. Fart, bitch. Ich hab zu hart geschissen. Ja. Was soll man dagegen machen? Aber, tja. Wir haben wenigstens einen Award bekommen. Ja, was soll man denn da machen? Was soll man da machen? Na, einfach nicht so hart furzen. Also, take pills. Und jetzt fart. Trinke ich auch immer gerne. Fart Light. Also ist jetzt die neue Konkurrenz gegen Fanta, Sprite, Zero, Gescheiße, Coca-Cola Zero und natürlich die Coca-Cola Light.
Also. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich klappt. Aber es klappt. Ich bin stolz. So, dann lassen wir uns mal die wunderschönen 45 Sekunden abwarten. Pillen sind doch scheiße. Ich brauche Speedpillen. Also, Speed, jetzt nicht diese Speedpillen. Ja! Holding of the inevitable! Was? Die Pharmaindustrie und ihre Pollenqualität. Juhu. Aber gleich zwei Awards. Jetzt fehlt uns noch Slow Typer. Shitting at the starting. Ich glaube, ich weiß, was da zu tun ist. Wenn das jetzt klappt. Und gleich mal die raus die Wurst. Das klappt wirklich. Geil, geil. Okay. Gut, Slow Typer, das würde mir noch einfallen. Ich glaube, ich weiß, was man da machen muss. Einfach, bestimmt einfach nur abwarten. Denke ich mal, also, wenn ich einfach, ich type einfach mal so ganz langsam, ja, Pull, Door, Bitch. Na, da wisst ihr wenigstens, was Fuck ist. I don't know how to. Nein, nicht shit, das wäre ganz falsch. Masturbation. Oh, na, ihr habt bestimmt nicht erraten, welches Wort ich ein. Ja, Slow Type Award. Ihr habt bestimmt nicht erraten, welches Wort ich. Na egal. Und das letzte, Seppuku. Da musste ich. Warte mal. Ja, okay, da muss ich zugeben, das kenne ich. Das habe ich schon mal gesehen. Da muss man nämlich als krönenden Abschluss hier einfach mal, weil der Typ hat ja einen wunderbaren Job bei, was weiß ich, Toilettenreinigungsanstalt, oder nee, Feuchtraumbeseitigung, Muschi, irgend sowas wird er haben. Der ist hoch erfolgreich, sieht man ja auch an der Wohnungsausstattung, also alles modernste Einrichtungen. Seht ihr den unsichtbaren Tisch, neueste Technik, der Flatscreen, der leider nicht im Bild ist, diese Prada-Klamotten, diese Halbglatze, diese wunderbar geputzten Zähne, diese Designertür. Also bringen wir uns einfach um. Und wir haben sogar uns noch sogar beim Suizid eingeschissen. Ja, ein erfolgreicher junger Mann. So will ich auch mal werden. Ja! Ich hab's geschafft. Ich bin der Kacke-König. Also der König des Negerabseils, der König des ja, Kakaobohnen rauspressens, der König der Mokka-Höhle, also des Mokka-Tempels, des Schokoladenbrunnens, alles Mögliche. Und somit, meine liebsten, liebsten, allerliebsten, allerliebsten Zuschauer, verabschiede ich mich hier. Denn mehr zu kacken geht nicht. Außer, ja, naja, okay, mehr Scheiße gibt's nicht, außer unseren Kanal. Also, ich will jetzt hier niemanden beleidigen, aber auf dem Shit ist eine kleine Krone, die ich jetzt erst bemerke. Und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen und kackt schön.